durch einen Zufall bin ich eben da an diesen wunderschönen Bodensee gekommen, wollte für ein paar Monate bleiben und aus diesen paar Monaten sind eigentlich noch im Endeffekt 3 Jahrzehnte jetzt geworden. Ich bin leidenschaftlicher Gastronom und ich führe mit meiner Frau Andrea das Restaurant Mangelt in Locha. Seit ich koche, ist es mein Bestreben, etwas besser zu machen. Oder? Und das spiegelt sich in allen Bereichen. Es ist gleich, ob das in der Mitarbeiterarbeit ist, in unseren Produkten, die wir verwenden. Weil ohne gutes Produkt in der Küche oder im Keller ist diese Leistung, was wir tagtäglich erbringen, gar nicht möglich. Man hat eine Beziehung zum Lieferanten. Also ich sehe ja, wie wächst der Kopfsalat, wie wächst das Gemüse, wie werden die Tiere gehalten. Und wenn du das siehst, wie das alles funktioniert und wie die Familie dahinter stehen, muss ich sagen, also was gibt es Besseres? Tradition braucht man. Das ist ein Wert, dass man weiß, wo man ist. Ich habe eine gewisse Neugierde in mir. Und diese Neugierde beflügelt mich immer wieder aus der Tradition, wieder was Neues zu machen, sie bis nicht zu verändern, aber einfach ein bisschen ein Esprit zu geben. Unser Restaurant ist fast in unmittelbarer Nähe vom Bodensee. Und das gibt mir das natürlich auch die Möglichkeit, sehr viel mit Fisch zu kochen. Das ist ein kleines Steckenpferd von mir, ich liebe das. Und die Jahrseiten haben wir auch die Möglichkeiten, selber natürlich am See oft mit einem kleinen Boot hinauszufahren und eigentlich die Seele ein bisschen baumeln lassen. Wir sind zu zweit am Boot, kann ein bisschen diskutieren, überlegt sich neue Ideen. Und das ist Urlaub vor der Haustür.